Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Symbol. Sehen Objekt, Sie sich das was an. Was auch immer. What ich habe es am ever. Alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann's mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns. Ja, ja. Wir werden sehen. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir, aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Boah, der ist auf 180. Ich will Sie nicht länger stören. Boah, Gordons Puls allein so, weißt du, Sie sehen so draußen. Der schlägt gleich alles zu Brei hier. So, erstmal speichern. Bingo. So, vielleicht dürfen wir jetzt endlich nach Willow fucking Creek gehen, ey. Manuell, wenn's sein muss, ja, ja. Ich habe keinen Grund zu gehen. Weißt du? Du willst von diesem Objekt, ja? Dieses Mittelteil. Du weißt, es ist in Willow Creek bei diesem Typen, wo es verpfändet wurde. Du hast einen natürlichen Grund, dahin zu gehen. Du willst mich doch ficken, oder was? Boah, ey. Keine Post. Okay, ich lese nochmal alles durch, was da steht. Ich hab... Aber nein, 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 ich lese. Bis gleich. Macht euch eine schöne Zeit. Er ist leer. Keine Post. Okay, wir lassen es. Boah, es war voll der Schreckeffekt, bestimmt. Ich wollte irgendwas machen. Entschuldigung.
Gut. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Ich habe wirklich alles gemacht, was da steht. Bin jeden einzelnen Punkt durchgegangen. Und wir haben alles gemacht. Was allerhöchstens fehlen könnte, dass ich mit Morris irgendwas noch nicht geredet habe. Jetzt geh schneller, Mann. Mit Morris. Aber sonst, ich hab alles gemacht. Es gibt's Morris? Nicht. Irgendwas können wir scheinbar noch besprechen. Wahrscheinlich das Objekt. Ja, Sir. Ja. Was können Sie mir dazu sagen? Mal sehen. Ein Stück hartes Gestein mit Symbolen drauf. Sieht ziemlich alt aus. Mehr weiß ich nicht. Haben Sie so etwas irgendwo hier gesehen? Im Schloss vielleicht? Nein. Sehen Sie, ich gehe selten ins Haus. Madame Victoria will es nicht. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der darüber etwas wissen könnte? Tja, es sieht alt aus. Vielleicht weiß dieser Blutsauger Murray etwas. Er kauft und verkauft Sachen, wissen Sie. Manchmal kommen Leute von weit her, um sich den Trödel in seinem Laden anzugucken. Weiß der Geier, woher er das alles bekommt. Danke. Ich werde ihn bestimmt aufsuchen. Okay, ich, kein Problem, ich freue mich Sir. Nicht zu früh, aber es sollte jetzt gehen. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Jetzt wissen wir auch, Murray hier, weißt du? Jetzt sag bitte. Wir können manuell nach Willow fucking Creek, bitte. Bitte, bitte. Ich will jetzt nicht gehen. Ich muss mehr herausbekommen. Du bist so ein Vollidiot, Junge! Du hast... Nee, ich lese mir jetzt nicht nochmal durch. Am Arsch, ey. Scheiß drücke ich mir nochmal durch. Kann höchstens nochmal zu Henry. Aber mir fällt es nicht ein. Ich habe mit allen über alles geredet, was geht. Alles. Ich weiß nicht, worüber wir reden. Ohne Ausnahme. Ja, genau. Worüber sollst du reden? Weiß ich nicht. Du weißt es scheinbar auch nicht. Tja, was machen wir jetzt? Victoria Robert Herman. Mehr weiß ich nicht. Komm, sag noch was, alte Schrulle. Handy. Victoria, kann ich dich sprechen? Das ist mein Handy und bitte, ich kann nicht rangehen. Bitte entschuldige mich, Samuel. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Falls du etwas... Natürlich. Ich frage sie an... Ficken als Maul, Junge. Mädel. Dame. Ist bitter, ich kann jetzt nicht an mein Handy gehen, ne? Was willst du machen? Ich weiß, ich glaube, man hört es gar nicht. Herman hat Ja, ba. Bates, Robert. So, damit hat sich auch das erledigt. Also das Telefon klingeln, meine ich. Vielleicht können wir mit ihm und er wird dann sagen, der Typ wohnt in Willow Creek oder so. Brauchst du dann etwas, wirklich, Sammy? Ja, wir können da endlich Ich hin. Möchte dich etwas fragen. Ja. Morris, Film ent... Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich Idiot. Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Ja, ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Morris. Warum mag Victoria Morris nicht? Du meinst, warum kann sie ihn nicht ausstehen? Nun, vielleicht weil er so gewöhnlich ist. Aristokratische Voreingenommenheit. Du weißt, was ich meine. Ich persönlich halte nichts von diesem blaublütigen Unsinn. Aber Victoria ist da anderer Meinung. Ich muss jetzt gehen. Gut. Komm. Ja! Yes! Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Boah, wie ich raste, ey! Mann, sind wir geil! Es ist schon so lange her. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? In wie viele Jahre? Vielleicht 4,5. So, endlich Willow. Boah. Klar, Film entwickeln. Ja, im Nachhinein ist es schon ein bisschen darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Oh, eine tiefe Stimme. Was ist da? Ein Fisch. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich.
wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Okay, wir müssen also das Wetter beschwören für den Angler. Weil nicht so. Fässer. Nee, ich wollte eigentlich den Jungen anquatschen. Knapp daneben. Wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Was willst du denn, ey? Verrätst du mir denn deinen Namen, Rotzlöffel, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Das ist so ein dreister Witz, Alter. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Mandelbonbons. Ich weiß es nicht genau. Aus der fernen Schweiz. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Foto! Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaub nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hey, war doch nur ein Spaß. Halt's Maul. Du Opfer. Tom, verlassen, Harry. Wir reden erstmal mit verlassen. Nee. Wir speichern erstmal. Ich bin voll im Speichermut, ey. Nachdem ich letztes Mal abgestürzt ist, ich bin safe. Mal schauen, Aufnahme läuft noch, zumindest vom Bild her. Boy. Wäsche. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Bloß Wäsche. Ja, aber es sind saubere Tücher aus der Küche. Boy, Tür. Nee, ich glaube, wir gehen doch mal in den Pub. Reden ist halt immer ein bisschen langweilig bei solchen Spielen, weil, also wenn man es schon kennt. Wenn man es nicht kennt, ist es auch langweilig, aber man kann es noch ertragen. Tom. Hallo. Wo ist Jerry? Beachte Hallo. Mich, du Spast. Aus Neugierde, Dorfangler. Boah, die Augen sehen voll crazy aus von dem. Schaut euch das mal an. So ungefähr sah das aus. Nur schlimmer sieht es aus. Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Aus Neugierde. Ich habe meine Gründe. Schon gut. Warum setzen Sie sich nicht und trinken mit mir ein Bier? Harry scheint heute nicht sehr gesprächig zu sein. Ich habe nicht so viel Zeit wie Sie. Was meinen Sie damit? Ach, nichts. Ich habe bloß keine Zeit. Na, dann stehen Sie hier nicht quasselnd rum und sparen Sie sich ein bisschen Zeit. Ziemlich unfreundlich. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Angler. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Also. Wir sehen einen Angler. Der da sitzt. Zum ersten Mal. Noch nie vorher. Für eine Minute. Und wir wissen sofort, der scheint da tagelang zu sitzen.
Guten Morgen.